So, hallo und herzlich willkommen zum letzten Part von Kirby Star Allies. Wir hatten das letzte Mal das große Finale und wir haben zwei neue Planeten freigeschaltet. Die letzten Planeten. Genau, zum einen diesen Pauch-Planeten. Ich weiß nicht, was kann man denn hier? Ach, hier hat man nur einfach eine Auswahl, schätze ich mal, ne? Oh, sogar mit mehreren Etagen. Coole Sache, auf jeden Fall. Coole Sache. Ja, doch. Gefällt mir. Nur so ein kleiner Planet anscheinend. Mit den ganzen Fähigkeiten, genau. Ja, passt doch. Okay. Was nehme ich mir denn mit? Ich weiß nicht so recht. Komm, ich nehme mir das Schwert. Dann hole ich mir den Ninja. Den Peitscher. Genau, den Westernäher. Und den, den Bunkers. Genau. Ich nehme an, hier geht's wieder raus, oder? Oder? Ja, hier geht's wieder raus. In Ordnung. Und dann gibt's noch einen letzten Planeten mit einem letzten goldenen Puzzleteil, nämlich der Zusatzplanet Delta, glaube ich, ne? Alpha, Beta, Gamma, Delta. Ja, doch, Delta dürfte es sein. Genau. Ganz genau. Es ist noch so ein kleines Bonus-Level. Genau. So. Hier auf jeden Fall wieder einige Steine, die sich zusammenfügen. Zu einem Herz, wie man hoffentlich gut gesehen hat. Genau. Na, 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 na. Okay. Dann hier ein paar Treppchen hochsteigen. Du lässt mich in Ruhe, beziehungsweise ihr. Oh, hoppla. Ich möchte mein Schwert wieder. Genau. Oh, und dann gibt es hier noch eine Freundestür. Hatten wir ja auch eine ganze Weile lang nicht mehr. Ne, solch eine Freundestür. Wo wir aufgeteilt wurden. Gab es jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr, oder kommt es mir nur so vor? Was ist denn? Was muss ich denn hier machen? Ach, da oben ist ein Knopf. Ich dussel. Hä? Warum ist jetzt meine Schwertfähigkeit kaputt gegangen? Okay, dann nehme ich mir meinen Freund nicht als Fähigkeit anscheinend. Schade. Okay, aber vielleicht gibt es gleich noch eine Fähigkeit. So, hier gibt es auch noch einen Schalter. Ah, und das wird jetzt mit der Zeit freigeschaltet. So. Okay, warte mal, dann kann ich doch meinen Freunden die Wasserfähigkeit geben, ne? Genau. Dann haben die alle drei die Wasserfähigkeit. Dann gibt es hier auch nochmal eine Freundestür. Besteht dieses Bonus-Level nur noch aus Freundestüren? Ich weiß es nicht. Kann schon sein, ne? Aus solchen Bonusabschnitten. Wow. Nein, jetzt behalte ich meine Fähigkeit aber. Ah, die Wasserfähigkeit ist hier ja sogar nützlich. Das ist schön. Genau, aktiviert mal den Schalter. Dann geht's bei mir hier auf. So. Und, oh, da gibt's noch eine leckere Melone. Soll das, glaube ich, darstellen. Okay, und wieder ab durch die Tür. Genau. Dann kommt hier wieder eine neue Passage, genau. Ja, doch, mir gefällt, wie dieses Level aufgebaut ist. Ist eigentlich eine ganz coole Idee. So, was kommt hier nochmal im Bosskampf? Ah ja, gegen den Doppel-Kawasaki. Ich meine, den hatten wir auch schon mal doppelt, oder? Aber nein, das Level besteht wohl nicht nur aus Freundespassagen, die ich ursprünglich vermutet hatte.
Oh Mann. Jetzt hat er mich. Lass mich in Ruhe. So. Mann, schon wieder mich. Was ist denn los? Oh Mann, jetzt habe ich den Koch. Ich hab doch das Wasser einge... Mann, ehrlich. Hab das Wasser eingesaugt, nicht das Kochoutfit. Was will ich mit diesem blöden Kochoutfit? Das bringt überhaupt nichts. Das verliere ich doch jetzt eh wieder. Genau. Eben. Hat überhaupt nichts gebracht. Das Kochoutfit ist wirklich ziemlich sinnlos. Ziemlich. Aber egal. Da kommt bestimmt gleich wieder ein neues Outfit. Beziehungsweise Fähigkeit. Ah, jetzt nochmal so ein Lava-Abschnitt. Okay. Von mir aus. Ah ja, komm, dann nehme ich mir den Stab. So, dich nehme ich mir auch noch mit. Gegen den Westerner. Komm, dann mach mir mal einen Feuerstab. Dankeschön. Und, ah, hier kommt wieder eine Freundestür. Genau. Ist in Ordnung. Geht klar. Ah, mit sogar 4 Etagen. Mit 4 Etagen sogar. Ah, hier ist noch ein Puzzleteil. Aber das Bild ist schon ziemlich klein. Also das Gameplay hier gerade. Beziehungsweise gewesen. Okay. Dann schiebt sich das wieder auseinander. Genau. Dann geht es hier eine Leiter hoch. In Ordnung. Ist in Ordnung. Und hier gibt es nochmal eine Freundestür zu viert. Das heißt wieder solche 4 Etagen, oder? Oder? Ja. Da lag ich richtig. Jetzt müssen meine Freunde erstmal aktivieren. Ich habe gerade nichts zum Aktivieren. Ah, jetzt. Okay. Dann kann ich den Schalter hier aktivieren. Genau. Und den hier. Genau. Dann kann ich hier durch. Und das hier aktivieren. Dann kann ich hier rüber den Schalter hier aktivieren. Und hier rüber und den Schalter aktivieren. Genau. Und dann würde ich gern noch weitermachen. Wie komme ich denn an die ganzen Extra-Leben und so hin? Ah, hier war noch ein Schalter. Den habe ich gar nicht gesehen. Nice. Das war eine coole Passage. So nicht so mit 4 Etagen, sondern so wie so, ja, Labyrinth, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Aber das fand ich auf jeden Fall, war ein cooler Freundesraum. Genau. So, dann schiebt sich das ja auf jeden Fall wieder auseinander. Wir kennen das Gedöns. Warte, so. Okay. Dann hier hoch. Oh, hier brauchen wir wohl den Stecki. Stecki, komm her. Dich ersetze ich durch den Bonkos. Hier, aktiviere das mal. Dankeschön. Und was ist hier? Ich weiß es nicht. Was ist hier? Ah, hier. Ah. Hier kann ich das ganze Dynamit entzünden. Genau. Und was gibt's dann hier? Ah, hier gibt's das goldene Puzzleteil. Das letzte. Mal so angemerkt, ne? Hier gibt's dann noch ein One-Up und hier vielleicht noch ein kleines Puzzleteil. Ne, auch ein One-Up. Okay. Ist in Ordnung. 111 Leben. Das ist eine schöne Schnapszahl. Genau. Schwupps. Okay. Und hier nochmal der Doppel-Eiswert. Lauter Doppelkämpfe hier.
der zweite schon in diesem Part, beziehungsweise in diesem Level. Genau. Der Doppelscheißwert. Komm her. Jawohl. Da geht er down. Und dann geht's hier weiter. Oh Mann, ich wollte jetzt kein Eisbär als Freund, beziehungsweise ein Chili. Ja, egal, komm. Egal, komm. Und hier gibt's wieder den Freundesstern. Das ist schön. Das ist schön. Hab mich schon gewundert, warum die Wand hier so rissig ist. Na, 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 na. Ba-da-ba-ba, ba-da-ba-ba, na-na-na-na-na. Wow, da muss ich aber ausweichen. Da muss ich aber ausweichen. Wieder ein Doppelkampf, ja, Doppelbonkos. Hier geht's ab. Aber mit Freundesstern ist der Kampf eigentlich recht leicht, ne? Einfach rumballern, genau. Ja, jetzt ist er schon tot. Der Doppelbonkos. Oh, warte, hier gibt's noch ein bisschen was. Genau. Wow. Schön aufpassen hier. Genau. Hier nochmal ein Doppelkampf. Der Doppelbaxi. Okay. Der Doppelbaxi. Aber da ist er auch schon tot. Ja, doch mit Freundesstern sind die Kämpfe sehr leicht. Muss ich schon sagen. Aber von mir aus. Von mir aus. Kann man so machen. Auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall so machen. Dann hier noch die Doppelstrahlhex. Jetzt schwingst du gleich nicht mehr den Pinsel. Ja? Genau. Oh, und hier nochmal ein Herz. Das ist schön. Das ist sehr schön. Na, 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 na. Okay, hier nochmal eine kleine Treppe. In Ordnung. Wow. Lauter gigantische Honigkugeln. Ich nehme an, hier oben geht's weiter, oder? Ja. Oh, und nochmal der Iggy Woods. Von mir aus. Kämpfen wir halt nochmal gegen den Alten. Genau. Jetzt wächst er nochmal. Dann schmeißt er nochmal seine Trauben. Trauben werden jetzt auch lecker. Aber da ist er schon tot. Der Iggy. Genau. Badababa, badababa. Okay, hier nochmal eine kleine Sequenz. In Ordnung. Plus. Okay. Warum ist der Stein wie ein Plus geformt? Weiß es nicht. Egal. Ist ja egal. Und noch eine kleine Gameboy-Passage. Das ist geil. Ich meine, das erste Kirby war doch sogar auf dem Gameboy, oder? Na 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 na. Da 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 da. Schön in Schwarz-Weiß. Das ist geil. Na wie schön. Sogar in einer schlechten Grafik. Bisschen pixelig, ne? Finde ich aber geil. Da kommt schon ein geiles Retro-Feeling auf. Du, 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 du
Und hier nochmal ein großer Schalter. Okay, ich dachte, ich habe alle aktiviert. Wow, jetzt vibriert der Controller. We love Kirby. Süß. Und die Farbe kommt zurück. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Finde ich niedlich gemacht. Alter, wie viel fällt denn vom Himmel runter? Alter Vater. Boah. Wie viel fällt denn vom Himmel runter? Boah, mega. Wir haben 128 Leben. Ist ja mega. Und jetzt? Ah, okay. Hier ist auch das Levelende. In Ordnung. Das war jetzt nochmal ein schöner letzter Level. Oder ein schönes letztes Level. Wie auch immer. Hat mir sehr gefallen. Nochmal einige Freundestüren. Nochmal einige Doppelbosskämpfe. Dann noch der kleine Gameboy-Abschnitt, wenn man das so nennen kann. Ja. Fand ich auf jeden Fall sehr schön gemacht. Und Leute, das war's dann. Das war's von Kirby Star Allies. Ich habe euch alles im Story-Modus gezeigt, was es zu zeigen gab. Hier gibt's jetzt nichts mehr, wenn ihr schaut. Es gibt nichts mehr. Wir haben alles gemacht hier im Story-Modus. Wie gesagt, die anderen Modi, die sind mir recht egal. So war's aber schon immer. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch dieses Projekt gefallen hat, würde ich mich ein letztes Mal über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht im nächsten Projekt, wenn ihr wollt. Und ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und tschüss.